Können Sie mich verstehen mit dem Mikro? Ich bin immer ganz schlecht im Mikro. Herzlich willkommen. Es gibt aber wahrscheinlich auch noch eine zweite Erklärung, warum der Saal heute nicht bis auf den allerletzten Platz gefüllt ist. Das ist, es gibt eine Konkurrenzveranstaltung mit Glühwein. Nämlich Winterzauber, und wahrscheinlich haben die Studierenden mehr Spaß an Glühwein und da über ihre Nachbarn kennenzulernen, als vielleicht über Nachbarschafts-Apps, über die wir heute sprechen. Aber ich möchte mit etwas eher pessimistischen anfangen. Dann arbeiten wir uns in die gute Laune hinein. Denn wie wird denn häufig über Nachbarschaft gesprochen? Nachbarschaft, wenn die Zeitleserinnen und Zeitleser unter uns werden in den letzten Jahren relativ viel über Nachbarschaft gelesen haben, aber dennoch heißt es ganz häufig, Nachbarschaft stirbt. Nachbarschaft sei nicht mehr wichtig. Nachbarschaft ist etwas aus dem vorletzten Jahrhundert, das braucht man nicht mehr. Insbesondere weil man durch Digitalisierung ja ohnehin mit den Menschen in Australien genauso schnell in Kontakt sein kann, wie mit dem Mensch, der nebenan wohnt. Also eine sehr pessimistische Perspektive auf Digitalisierung und Nachbarschaft. Und sowieso auf Nachbarschaft, dass es absolut obsolet ist. Das ist häufig im öffentlichen Diskurs der Fall. Wenn wir uns dann, ich bin Stadtsoziologe, es wird auch ein profunder stadtsoziologischer Vortrag werden, schon mal als Warnung oder als Schmankerl vorweg. Dabei wissen wir aus ganz vielen verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Nachbarschaft einen signifikanten Effekt auf Wohlbefinden hat. Wenn Sie sich mit Ihrer Nachbarschaft nicht wohlfühlen, dann kann das sogar krank machen. Es hat einen positiven Effekt auf die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung, auf Herz-Kreislauf-Erkrankung und so weiter. Das ist alles nachgewiesen. Nachbarschaft ist also offensichtlich nicht ganz unwichtig, was zum Thema Wohlbefinden angeht. Dann können wir auch beobachten, dass Nachbarschaft immer stärker zur Visitenkarte wird. Wenn Nachbarschaft so unwichtig würde, wie häufig getan, dann müsste es egal sein, wo man wohnt. Es ist aber so, dass die reichsten Haushalte der Bevölkerung immer konzentrierter leben. Tatsächlich wissen wir über die reichsten Haushalte unserer Städte am allerwenigsten. Aber es ist vollkommen unplausibel, dass die Reichsten nebeneinander wohnen, weil da können sich die wenigsten Quadratmeter leisten. Wenn Nachbarschaft unwichtig wäre, dann könnte man dahin ziehen, wo man am meisten Quadratmeter für sein Geld bekäme. Das Gegenteil ist aber offensichtlich der Fall. Deswegen, irgendwas scheint da dran zu sein mit dem Stadtteil und der Nachbarschaft. Und wir wissen auch aus ganz vielen europäischen Umfragen, dass es offensichtlich Gruppen gibt, die eher als Nachbarn akzeptiert werden als andere. Zum Beispiel im European Value Survey, das ist eine dieser ganz großen europäischen Umfragen, gibt es immer die Frage, wen möchtest du nicht als Nachbarn haben? Dann gibt es die Frage Kriminelle, Trinker, Obdachlose, aber auch religiöse Gruppen oder ethnische Minderheiten. Und da gibt es sehr starke Unterschiede in den Ablehnungsquoten, häufig auch relativ hohe Ablehnungsquoten. Also es scheint nicht ganz egal zu sein, wer nebenan wohnt. Nachbarschaft, auch in den Zeiten von Digitalisierung, macht etwas mit uns. Und ein Thema, wo man in den letzten Jahren die Bedeutung von Nachbarschaft gesehen hat, war Folgendes. Sie können sich erinnern, dass der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei im Bundestag gesagt hat, oder damals waren sie noch nicht im Bundestag, die Alternative für Deutschland, dass Herr Gauland gesagt hat, dass er Boateng nicht gerne als Nachbarn möchte. Die Republik stand drei Tage lang Kopf. Es wurde total viel darüber diskutiert. Wie kann man sowas sagen? Boateng will man natürlich als Nachbarn haben oder natürlich nicht. Und es wurde heiß diskutiert. Aber warum, wenn Nachbarschaft denn so unwichtig ist, hat das denn funktioniert? Es kam dann zu sehr heftigen Reaktionen im Netz, aber eben auch zu einer Welle von Solidarisierung mit Herrn Boateng und gesagt, wir möchten dich als Nachbarn haben. Und implizit war damit einhergegangen, wir wollen, dass du einer von uns bist. Und du bist natürlich einer von uns. Du bist unser Nachbar. In Zeiten von Digitalisierung, wo wir so häufig tun, als wäre es nicht wichtig, ist das auf einmal etwas ganz Emotionales, das aufgekommen ist. Das haben wir letztes Jahr erlebt. Das ist also nichts ganz Abstraktes. Für einen Stadtsoziologen ist das natürlich dann ein gefundenes Fressen, sich damit näher zu beschäftigen. Denn Nachbarschaft ist offenbar nicht egal, aber wir wissen einfach noch nicht,
wie die Nachbarschaft sich in Zeiten von Digitalisierung formt. Und ich habe gelernt, leider habe ich das nicht ganz durchgehalten für den Vortrag, dass Informatiker viel mit Bildern arbeiten. Wir sind ja im interdisziplinären Austausch. Ich habe versucht, das nachzumachen. Ist mir also mittelmäßig gelungen. Im Laufe des Vortrags werden Sie das merken. Ich habe Ihnen aber mal versucht, die Geschichte der Nachbarschaft in 3 Bildern mitzunehmen. Nachbar, vielleicht kennt jemand den Wortstamm von Nachbar, ist naher Bauer. Das Bild aus dem Kreis Steinfurt, eine Pension, da können Sie sich, wenn Sie Urlaub im Kreis Steinfurt machen wollen, sich da in diesen Hof einmieten. Nachbarschaft in der Vorindustrialisierung war ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Man hat sich bei der Ernte geholfen. Das war total wichtig, sonst hat man das Korn nicht von den Feldern bekommen. Ohne seinen Nachbarn war man aufgeschmissen. Man war eine Schicksalsgemeinschaft. Man hat aber selbstverständlich untereinander gefeiert und geheiratet, war mehr oder minder miteinander verwandt. Das ist so dieses klassische Nachbarschaftsideal, das Dörfliche, worauf wir immer noch rekurrieren. Das sei das Ideale. Das ist dann, wir kommen jetzt zum zweiten Bild, irgendwann zu einer Landflucht gekommen ist, weil man in der Agrarwirtschaft nicht mehr zurande gekommen ist, wird dann in der romantischen Erzählung der Nachbarschaft häufig übersehen. Da habe ich das zweite mitgebracht, eine Illustration aus einem Buch, die industrielle Stadt zeigt und wie eng es dazu ging. Und Sie sehen in Berlin beispielsweise im Vergleich zu Wien oder auch New York, war extrem eng besiedelt. Das trifft auch in weiten Teilen fürs Ruhrgebiet zu. Man musste sich mit seinen Nachbarn arrangieren. Zum Teil war auch die Abgrenzung zur Nachbarschaft kaum gegeben, weil man stundenweise, tageweise sich eine Matratze als Kostgänger gemietet hat in der industriellen Stadt. Und es entwickelte sich etwas, was wir bis heute auch positiv konnotieren, nämlich das Klönen mit den Nachbarn untereinander. Viele Häuser hatten einfach noch keinen elektrischen Strom oder dergleichen. Es war fürchterlich dunkel, insbesondere in Berlin, diesen Hinterhöfen. Und man traf sich abends draußen vor der Tür mit den Gaslaternen, die dann schon eingerichtet worden ist, und plauderte miteinander. Das ist auch eine Form nachbarschaftlichen Verhältnisses in der industriellen Stadt, die später positiv verklärt worden ist. Das war aber schlichtweg aus der Wohnsituation heraus. Sie werden aber schon zu der damaligen Zeit, wie wir heute zum Teil verklären, hören, früher sei alles besser gewesen. Früher war die Nachbarschaft viel besser. Ohne Zeiten von Gaslaternen, ohne Zeiten von Industrialisierung und so weiter. Früher sei die Nachbarschaft besser gewesen. Heute sehen viele, das ist aus dem Heimatdorf, wo ich herkomme, Kerpen-Sindorf, Neubaugebiet. Heute sehen viele unserer Nachbarschaften so aus. Einfamilienhäuser, zum Teil in den großen Städten sind es Mehrfamilienhäuser, aber man wohnt relativ individuell, auch wenn es zum Teil uniform aussieht, am Ende des Tages individuell. Man sitzt vor seinem Computer und kann mit seinen Freunden in Los Angeles chatten, wenn man das möchte, oder Österreich oder wo auch immer. Oder auch einfach Menschen, die nicht in derselben Straße wohnen. Die Frage ist nun, wie organisiert sich denn Nachbarschaft in Zeiten von Digitalisierung? Wir haben ja gelernt, es ist hochgradig emotional und es war immer ein Ausdruck der Zeit, in der die Menschen gelebt haben. Hier war es die landwirtschaftliche Abhängigkeit, in der man gelebt hat. Hier war es die Wohnverhältnisse in Zeiten der Industrialisierung, die Nachbarschaft geformt haben. Und das ist die große Frage. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einen Anfang einer Antwort geben kann. Nur nicht mehr, mehr schaffe ich nicht. Eine Antwort, wie es im digitalen Zeitalter aussieht. Dafür, das waren jetzt erstmal die letzten Bilder, muss ich Ihnen ein bisschen stadtsoziologische Einführung geben. Das ist Text. Nämlich, ich erzähle Ihnen einmal, was es ist. Wir müssen über sogenannte Segregation sprechen. Segregation ist ein Fachwort, kommt aus dem Italienischen und heißt die disproportionale Verteilung von Gruppen über die Stadtteile. In einem Stadtteil wohnen mehr Arme als in einem anderen Stadtteil. In einem Stadtteil wohnen mehr Zuwanderer als in einem anderen Stadtteil und so weiter. Das nennt man Segregation. Und es gibt in der stadtsoziologischen Forschung 3 ganz typische Formen von Segregation. Das ist soziale Segregation, die Trennung von Arm und Reich. Es gibt ethnische Segregation, das ist die Trennung von Zuwanderer und Nichtzuwanderer in Deutschland.
in den USA beispielsweise zwischen Afroamerikanern und Nicht-Afroamerikanern. Dann die demografische Segregation, zum Beispiel nach Alter. Wir wissen seit 100 Jahren, das ist wirklich nichts Neues, was ich Ihnen jetzt gerade erzähle, seit 100 Jahren, dass es da Zusammenhänge gibt. Nämlich, dass zum Beispiel dort die Ärmsten wohnen, wo die meisten Zuwanderer leben. Das ist mal in der industriellen Stadt so, das sehen wir in Deutschland so, in anderen Städten ist das nicht unbedingt so, in amerikanischen aber in Deutschland zum Beispiel gibt es diesen Merkmalzusammenhang. Und da gibt es Entwicklungen. Das Wissenschaftszentrum Berlin hat dieses Jahr eine große Studie vorgelegt, wo sie 74 Städte in Deutschland verglichen haben. Geguckt haben, wie hängt denn soziale Segregation und demografische Segregation zusammen? Also wo wachsen die meisten Kinder auf in unseren Städten? Rausgekommen ist, immer häufiger und immer mehr in den ärmsten unserer Stadtteile. Also aufwachsen und gelungene Kindheit muss in der unter den Rahmenbedingungen, Großstädten unter Rahmenbedingungen von Armut gelingen. Übrigens auch Integration. Das vergessen wir häufig. Und wir erkennen in Deutschland diesen Zusammenhang, dass die armen Häuser unserer Städte zugleich auch die Kinderstuben sind, die Integrationsmaschinen, aber eben auch, wie das ist alles kommt von Peter Strohmeier, aber eben auch die zu demokratiefreien Zonen geworden sind, weil dort die Wahlbeteiligung besonders gering ist. Das alles hängt miteinander zusammen. Das wissen wir. Was macht das mit Nachbarschaft? Was macht das mit digitaler Nachbarschaft? Das wissen wir nicht. Dabei wissen wir, dass Segregation einen Effekt auf die Lebenschancen von Menschen hat. Sie können in Essen, wenn sie nur die Adresse des Kindes bei der Geburt des Kindes haben, müssen nichts über die Eltern wissen, nur die Adresse. Sie müssen auch nicht wissen, ob Zuwanderer oder nicht Zuwanderer, nichts anderes. Sie müssen nur die Adresse des Kindes haben. Können Sie in Essen die Bildungskarriere mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% prognostizieren? Darüber reden wir. Das ist Realität in Deutschland und das wird immer klarer. Wahrscheinlich steigt die Wahrscheinlichkeit auch noch, dass man es prognostizieren kann. Das wissen wir mittlerweile. Und wir wissen eben auch, dass es segregierte Gebiete voneinander unterscheiden. Wir wissen relativ wenig über die Nutzung von digitalen Medien im Raum und wir wissen auch wenig, wie Nachbarschaftsnetzwerke Ressourcen über die Stadt streuen. Und jetzt sage ich Ihnen, warum das wichtig sein könnte. Denn es könnte solche digitalen Nachbarschaftsplattformen, wir nachher über nebenan.de reden, könnten ein Mittel sein, weil sie umsonst sind, dass nicht Nachbarn, die es vielleicht nicht so einfach haben, untereinander zusammenschließen, solidarisch sind und dadurch zumindest die sozialkulturelle Spaltung unserer Städte ein Stück weit aufheben. Das könnte passieren. Denn solche Plattformen sind in der Regel kostenfrei, wobei wir es wieder mit unterschiedlichen Typen von Angeboten zu tun haben. Wir haben es einmal mit solchen zu tun, die offen sind, wo jeder rein kann, die zwar raumgebunden sind, aber sie können sich auch dort anmelden, wenn sie, oder den Hashtag zum Beispiel bei Twitter verwenden, wenn sie nicht in Köln-Ehrenfeld beispielsweise wohnen. Dann gibt es welche, die offen und gerätegebunden sind. Das heißt, ihre Nachbarschaft oder ihr Umkreis wird da konstruiert, wo sie gerade sind. Wenn sie in Australien sind, sehen sie immer zum Beispiel die 500 Leute, die 500 Meter um sie herum sind mit den Apps. Ne? Das sind gerätegebunden. Und dann gibt es WhatsApp-Gruppen, die sind auch gerätegebunden, zum Beispiel der Nachbarn. Und dann gibt es welche, die raumgebunden und geschlossen sind. Also sie müssen im Stadtteil wohnen, um dort zu sein. Sie müssen, aber es ist vollkommen egal, wo sie sich gerade auf der Welt befinden. Wenn sie dann einmal angemeldet sind, können Sie von überall sehen, was gerade in Köln-Korweiler zum Beispiel passiert. Und um diese Form von Nachbarschaftsnetzwerken soll es mir heute gehen. Es gibt drei Möglichkeiten, was passieren könnte. Wir gucken uns das genauer an, ne? Dieses Zusammenhang zwischen Nutzung von diesem Nachbarschaftsnetzwerk, auf diese App-basierte, und für die Segregationstypen. Es können drei Dinge passieren. Entweder könnte es einen positiven Zusammenhang geben, insbesondere was Armut angeht. Je ärmer ein Stadtteil ist, je höher der Anteil der armutsgefährdeten Haushalte oder Personen in einem Stadtteil ist, desto höher ist die Nutzung von Medien zur lokalen Vergemeinschaftung. Das wäre diese Solidaritätshypothese. Dann würden wir die Spaltung durch Digitalisierung in den Griff kriegen. Es könnte sein, dass es einen negativen Zusammenhang gibt.
Also dass denen sowieso schon gut geht, das mehr nutzen und die Spaltung verstärkt würde. Und es könnte immer sein, dass es keinen Zusammenhang gibt, dass wir einfach kein Muster sehen. Das kann immer passieren. Die drei Möglichkeiten gibt es. Am Ende wissen wir, welche der drei Möglichkeiten funktioniert. Dabei ist es immer wichtig, und zwar extrem wichtig, im Auge zu behalten, dass die Nachbarschaftsplattformen keine Ursache für die Spaltung unserer Städte sind. Sie können nur entweder verstärkend oder moderierend wirken. Das ist, aber sie sind nicht die kausale Ursache. Ich habe Ihnen aus der Literatur mal zusammengefasst, wie die Merkmalszusammenhänge sind für Deutschland. Also wir sehen zum Beispiel eine positive, relativ positive Zusammenhang zwischen sozialer und ethnischer Segregation, über verschiedene Studien gibt. Das WZB hat eine sehr deutlich vorgelegt zwischen sozialer und demografischer Segregation, was auch immer im Zusammenhang mit Nachbarschaft genommen wird, ist Fluktuation. Also wenn viel Leute ausziehen und wieder in die Stadt hereinziehen, dann ist es wahrscheinlich auch eher ein armutsgeprägter Stadtteil. Die oberste Reihe ist für Sie am wichtigsten. Wir haben noch keine Ahnung, wie das mit digitaler Segregation zusammenhängt. Soweit der Theorieblock. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen. Und wir sprechen jetzt über nebenan.de. Bei nebenan.de ist die Plattform, dessen Daten ich genutzt habe für Köln und Berlin. Es ist in Deutschland der größte Anbieter. Es gibt international wesentlich größere, einen wesentlich größeren. Das ist Nextdoor. In den USA ist der hat ein paar Millionen Nutzer, im Vereinigten Königreich auch. Aber in Deutschland ist es nebenan.de. Dahinter stecken übrigens die Vollmann-Brüder, und besonders die Vollmann-Brüder, die unter anderem auch StudiVZ damals gegründet haben. Also die Jungs sind das. Mit denen bin ich auch in Kontakt und es sind wirklich sehr, sehr clevere Menschen. Flankierend dazu, zu dieser Plattform, haben sie eine gemeinnützige GmbH gegründet, eine Stiftung, die extra nicht gewinnorientiert arbeitet, sondern tatsächlich versucht, Leute dazu zu bringen, mit ihren Nachbarn in Kontakt zu kommen. Den Vorteil, diese Plattform zu nutzen, ist, dass es sehr viele Nutzer gibt. 1 Million in Deutschland. In den Stadtteilen, ich habe es weiter unten aufgeführt, in Köln sind es über 30.000 Nutzer. Also wir haben genug Daten. Das ist für die Stadtforschung in Deutschland häufig ein Problem. Es gibt allerdings einen Nachteil, dass sich die kleinräumige Gliederung, also wie nebenan.de ihre Räume geschnitten hat, sich, das zeige ich gleich nochmal in der Karte von Köln, sich davon unterscheidet, wie die Stadt Köln zum Beispiel ihre Räume zugeschnitten hat. Die eine ist Stadtplanung und die andere ist App. Und ich habe mit den Kollegen von nebenan.de darüber gesprochen und die haben es extra umgerechnet für mich, sodass wir das erste Mal in Deutschland deckungsgleiche Daten haben, dass wir Sozialstruktur und digitale Nutzung in zwei Großstädten uns genauer angucken können. Aber bevor wir reingehen, möchte ich gerne mit Ihnen ein Video gucken, damit Sie einen Eindruck von dieser Plattform bekommen. Dort 4 Minuten. Dagmar Powers in den letzten 4 Jahren in Nürnberg gefühlt. Vom oberbayerischen Dorf ist sie in die Stadt gezogen, wegen des Jobs. Es war relativ schwierig, Kontakte zu knüpfen, da auch die Arbeitskollegen außerhalb wohnen und Familie haben. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Und dann bekam die 55-Jährige plötzlich Post. Eine Einladung zur Internetplattform nebenan.de, um ihre Nachbarschaft via Netz kennenzulernen. Und so funktioniert's. Wer sich anmeldet, bekommt Posts aus seiner direkten Nachbarschaft. Werbefrei und kostenlos. Im Netz ist Dagmar Powers auf einen Mädelstreff gestoßen. Also der Auslöser, dass ich aktiv geworden bin, das waren dann die Freundschaftsgruppe Damen. Dass da die Neugierde auch groß war, dass man sagt, dass man jemanden Gleichgesinntes kennenlernt, dem auch eventuell langweilig ist oder dass man jemanden hat, mit dem man ins Kino gehen kann. Einfach so fremde Frauen ansprechen liegt ihr nicht. Online Kontakte knüpfen und sich dann im Stadtviertel treffen, viel eher. Dagmar Powers hat sich's getraut und Gleichgesinnte gefunden. Den anderen ging's ähnlich. Mein Mann ist gestorben und da habe ich halt jemanden sucht, mit dem ich reden kann. Und das passt alles so, da kann man wunderbar miteinander reden. Dagmar Powers ist heimisch in der Stadt geworden, mit ein paar Mausklicks. Genau das ist der Traum von Christian Vollmann. Der Gründer der Internetplattform nebenan.de ist selbst vom Dorf in die Stadt gezogen, nach Berlin,
Ja, vor ein paar Jahren ist mir aufgefallen, dass ich schon jahrelang in der Nachbarschaft lebe und nicht einen Nachbarn persönlich kenne. Und das hat mich dann irgendwann geärgert, ich wollte das ändern. Ich habe dann online dieses Netzwerk für meine eigene Nachbarschaft ins Leben gerufen und ruckzuck waren wir über 100 Nachbarn, die da mitgemacht haben. Und als ich das gesehen habe, dass es funktioniert, dachte ich mir, wenn es in meiner Nachbarschaft funktioniert, dann kann das doch in ganz Deutschland funktionieren. Vor 2 Jahren hat er mit seinem Bruder und Freunden nebenan.de gegründet. Mit Erfolg. Jeden Monat melden sich 50.000 User neu an. Heute hat er 40 Mitarbeiter. Langfristig will er die Plattform mit Werbung finanzieren. Braucht es eine solche Plattform auch auf dem Dorf, wie in Dormitz in Mittelfranken? Marianne Vollmann, die Mutter des Firmengründers, wollte es wissen und lud selbst zu einer Gruppe ein. Ich denke, wenn man neu hierher zieht, und die meisten sind ja berufstätig, die hierher ziehen, die arbeiten von früh bis Abend, und dann sind die froh, wenn sie sich irgendwo melden können. Die 67-Jährige war überrascht. Mittlerweile hat ihre Gruppe über 500 Mitglieder, die sich verabreden, zum Radeln, Tauschen und Schenken, wie die Preiselbeermarmelade, von der sie zu viel hat. Schnell stellt Marianne Vollmann den Post, Marmelade zu verschenken, ins Netz. Und da kommt auch schon Marianne Staubach, mit 83 die älteste Dormitzerin im Netz. Hab ich gern. Hab mich da rein gemüht. Hab Kurse gemacht und war nicht so leicht, aber jetzt kann ich damit umgehen und das ist doch schön. Ne? Über die Online-Plattform hat Marianne Vollmann einen Lauftreff gegründet. Das Netz gab den Auslöser, um miteinander aktiv zu sein. Auch Dagmar Powers hat etwas Neues begonnen. Ein kirchliches Ehrenamt bei der Vesperkirche Nürnberg, wo sich Menschen zum Essen und Reden treffen. Hier hat sie an 6 Wochenenden gespült. Da wäre ich sonst nie drauf gekommen, wenn der Post jetzt nicht bei nebenan gewesen wäre, dass die Vesperkirche Leute suchen. Mal schauen, ob es in ihrer Nachbarschaft noch mehr Überraschungen gibt. Ich habe auch den Bruder von Michael Vollmer, Christian Vollmer, Michael Vollmer, interviewt. Genau, und das war wirklich spannend, mit denen darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist. Und es ist eine typische Kritik, die immer geäußert wird, ist, damit will man ja Geld verdienen. Sagen sie, ja, stimmt. Aber nicht zu Lasten von Nachbarschaft, sondern die sind an Konzepten dran, wie das funktionieren kann. Und ein zweites Thema war, worüber wir gesprochen haben, war, ob sie Probleme mit Hate Speech haben. Interessant. Überhaupt nicht. Man ist mit Klarnamen angemeldet und die Nachbarschaften sind ja nicht groß. Man könnte sich relativ schnell über den Weg laufen. Wir haben überhaupt kein Problem mit Hate Speech. Interessant. Und das weitere Frage ist, ob sie eben ein Problem haben mit sich gegenseitig ausrauben oder dergleichen. So gut wie noch nie passiert. Das ist, also all das, was in Facebook oder dergleichen relativ häufig passiert, wie zum Beispiel Hate Speech und Beleidigungen, scheint nebenan.de nicht zu passieren. Es ist die Frage, warum. Ist das ein Klarnameneffekt oder gibt es einen Selection Bias, weil sich dann nur die netten Leute anmelden? Das kann man im Endeffekt nicht kontrollieren. Was ich gemacht habe, wir kommen jetzt zurück in die stadtsoziologische Untersuchung. Ich habe mir zwei Städte angeguckt, Köln auf Ebene der 86 Stadtteile mit vielen verschiedenen Variablen, die man kontrollieren kann, und Berlin auf Ebene der 446 lebensweltlich orientierten Räume mit nur ganz wenigen Indikatoren, die sich angucken. Und wir gucken uns das explorativ an, welche Zusammenhänge es geben könnte. Das Erste, was wir machen, ist, wir gucken uns die schönste Stadt der Welt an, Köln. Wie Sie vielleicht unschwer erkannt haben, bin ich Kölner und übrigens auch FC-Fan. Ich weiß, das ist hier in Münster nicht immer hoch anerkannt, aber wir werden schon einen Aufstieg schaffen. Gut, wir gucken uns das in Köln genauer an. Wir haben es mit 33.000 Menschen zu tun, die angemeldet sind. Sie sind nicht in allen Stadtteilen. Gibt es Menschen, die nebenan.de nutzen und die eben verteilt auf 86 Stadtteile. Und hier, ich hatte es eben schon angekündigt, haben wir das Problem, rechts ist die Karte, wie die Aufteilung bei nebenan.de ist und links ist, wie sie die Stadt
Köln hat. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder wir machen hier eine Auswertung und da und versuchen das geografisch übereinander zu legen. Oder wir versuchen die Stadt Köln zu überreden, dass sie ihre Räume umschneidet. Oder wir überreden nebenan.de. Nebenan.de war die einfachste Nummer. Das hat ganz gut funktioniert. Also sie haben es umgerechnet. Und das Interessante ist, dass in den roten, also ich weiß nicht, Sie können sich wahrscheinlich in Köln nicht so gut aus, dass es in den rot markierten Stadtteilen keine Nutzer von nebenan.de gibt. Und das sind tendenziell die reichsten und die ärmsten. Also nur in Köln-Korweiler Mitte, ist ein ganz armer Stadtteil in Köln, da gibt es eine Handvoll Nutzer. Aber ganz wenige, von allen Nachbarschaften mit die wenigsten. Aber eben auch Hahnwald beispielsweise, wo sind die? Irgendwo gibt es keine Nutzer. Vollkommen sehr, sehr reicher Stadtteil. Also wir sehen praktisch die beiden Extremenden der Verteilung eher abgeschnitten. Außer den extremen Fall Köln-Korweiler. Der ist Gott sei Dank drin. So, Sie erinnern sich an die drei Möglichkeiten, wie es sein könnte. Entweder es gibt einen positiven Zusammenhang. Je stärker je armutsgeprägter ein Stadtteil ist, desto mehr Nutzer, Solidarität, wir schaffen es, die Lücke zu schließen. Es gibt einen negativen Zusammenhang, die Lücke geht auseinander, oder es gibt keinen Zusammenhang. Gut, ich habe Ihnen hier einmal mitgebracht, den Ausländeranteil auf Ebene 86 Stadtteile. Solche Streudiagramme gucken wir uns das ganz viel an. Und hier ist immer, das bleibt stabil, immer die Nutzung von nebenan.de an der Bevölkerung. Also in manchen Stadtteilen sind es bis zu 7,5% etwa der Bevölkerung nutzt nebenan.de. Also es ist eine ganze Menge im Stadtteil. Und in den wenigsten ist es gerade zum Beispiel Köln-Korweiler nur knapp im wahrnehmbaren Bereich. Und hier sehen wir vier Felder. Wir haben einmal das Feld hohe Nutzung von nebenan.de, geringer Ausländeranteil. Und wir haben rechts oben im Feld hohe Nutzung von nebenan.de, hoher Ausländeranteil. Interessanterweise sehen wir hier, ja, hier so am Rand ein paar Pünktchen, aber eigentlich gibt es das nicht. Dann sehen wir hier unten links wenig Ausländeranteil, wenig Nutzung von nebenan.de. Das sind auch schon einige und hoher Ausländeranteil, geringe Nutzung von nebenan.de. Das gibt es auch einige. Wenn wir nur gucken, wo es überdurchschnittlich viel Nutzung ist, ist es kaum Stadtteile, in denen Ausländer wohnen. Interessant. Oder Ausländeranteil gering ist. Das ist, behalten Sie, wir werden uns jetzt ganz tröpfchenweise den Zusammenhängen annähern. Dann gibt es eine Gruppe, die mit der AOL-CD und dergleichen aufgewachsen ist, also die für die Internet kein Neuland ist und selbstverständlich damit umgeht. Dazu gehören beispielsweise ich auch. Das ist der Anteil der 21- bis 34-Jährigen. Die sind schon mehr oder weniger mit dem Studium fertig, ziehen vielleicht nicht mehr so viel durch die Gegend, sind Berufseinsteiger, Familiengründungsphase. Und da sehen wir, man kann die Wolke auch so interpretieren, einen sehr positiven Zusammenhang. Je mehr von dieser Generation in einem Stadtteil wohnt, desto mehr wird diese Nachbarschafts-App auch genutzt. Interessant. Offensichtlich ist es für die nachkommende Generation oder die jüngeren Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft so, dass sie sich gerne mit ihren Nachbarn austauschen und dafür selbstverständlich ein solches Tool nutzen, wie nebenan.de. Dann haben wir, das habe ich mit Kollegen Jan Üblacker zusammen gemacht, das nur für die Farben gleich, die es gibt, die ganze Verteilung in 5 gleich große Gruppen geteilt. Von ganz wenig Nutzer bis ganz viel Nutzer. Und hier haben wir die Haushaltsgröße und Sie sehen auch hier einen negativen Zusammenhang. Je größer der Haushalt ist, desto weniger wird nebenan.de benutzt. Weil man es vielleicht gar nicht mehr braucht, weil die Kinder, Beispiel, das ist eine typische Hypothese, wenn Kinder im Haushalt sind, dass die Kinder untereinander in der Nachbarschaft in Kontakt kommen und da braucht man die App nicht mehr. Das scheint plausibel zu sein, das sehen wir. Die Gegenprobe ist der Anteil der Ledigen an der Bevölkerung, also nicht Verheiratete, häufig ohne Kinder. Und da sehen wir, die Gegenprobe funktioniert auch. Da, wo viele Ledige wohnen, wird nebenan.de an der Bevölkerung viel genutzt. Das sind Anteile Haushalte mit Kindern. Da sehen wir auch nochmal zur Kontrolle auch wieder den negativen Zusammenhang. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. In den Kinderstuben unserer Städte, das können wir schon mal festhalten, scheint es
scheint die Nutzung digitaler Nachbarschafts-Apps nicht auf besonders viel Vorliebe zu fallen. Gut, dann der Anteil, das spricht auch dafür, das ist der Anteil der unter 18-Jährigen in der Bevölkerung. Also den Befund können wir auch schon mal festhalten. Das überspringen wir. Also das waren wieder die 18- bis 34-Jährigen. Also hier werden wir ein bisschen älter, hier sehen wir keinen klaren Zusammenhang mehr. Das ist nämlich die 35 bis 59-Jährigen an der Bevölkerung. Und Sie sehen, diese Punktwolke spricht dafür, dass es keinen Zusammenhang gibt. Und jetzt kommen wir in die ältere Generation, also da, wo viele Ältere wohnen, wird es nicht genutzt oder wenig genutzt. Das heißt, bislang können wir feststellen, da, wo wenig Kinder wohnen, aber eher Menschen in der Familiengründungsphase leben, und zwar jüngere Menschen in der Familiengründungsphase, die vielleicht gerade in die Stadt gezogen sind, aber noch keine Kinder haben, da wird das offensichtlich relativ viel genutzt. Ältere sind dem Ganzen eher ein bisschen skeptischer gegenüber eingestellt. Die wollen vielleicht eine andere Art von Nachbarschaftskommunikation haben, als sich über eine App auszutauschen. Jetzt kommt die Probe auf Exempel Armut, Hartz-IV-Quote im Stadtteil. Und hier sehen wir, das ist eine relativ negative Nachricht, einen negativen Zusammenhang. Da, wo es die meisten Armen in der Bevölkerung gibt, wird die App am wenigsten genutzt. Also, die Hypothese war ja, die Schere geht auseinander oder die Schere geht zusammen. Und wir sehen, sie geht, wie es aussieht, auseinander. Also Digitalisierung, Nachbarschaft führt offensichtlich dazu, dass diejenigen, die sowieso schon ein hohes Sozialkapital haben, einfach ein Tool in die Hand bekommen, noch mehr zu akkumulieren. In einigen Nachbarschaften profitieren, denen es ohnehin schon gut geht, profitieren besonders stark davon. Wohingegen diejenigen, die es auch gut gebrauchen könnten, dass man sich untereinander austauscht über seine Nachbarschafts-App, eher weniger funktioniert. Und jetzt kommt üblicherweise immer der Einwand, die brauchen das ja vielleicht alle nicht. Die kennen sich so. Ja, ich habe in meine Doktorarbeit eine sehr breit angelegte Studie über Köln-Korweiler geschrieben, den ärmsten Stadtteil in Köln. Hab da auch gewohnt und alles, was man so machen kann. Ne? Und wir haben auch eine Umfrage gemacht in diesem Stadtteil. Und in dieser Umfrage auch die Nachbarschaftsnetzwerke abgefragt. Wie viele Nachbarn kennen Sie und so weiter. Und das verglichen auch mit den sonstigen Befunden aus der Literatur. Und die Nachbarschaftsnetzwerke in Köln-Korweiler sind sehr klein. Also auch, und auch mit, bei Haushalten mit Kindern. Das funktioniert offensichtlich nicht so. Diese manchmal sozialromantische Beziehung, wenn man nicht viel Geld hat, dann bockt man sich untereinander Zucker oder so in der Nachbarschaft. Das funktioniert in der modernen, gespaltenen Großstadt nicht mehr. Das muss man leider so sehen. Wir reden nicht mehr über die Nachbarschaftsbeziehung, die es vielleicht noch in den 80er Jahren gab, in armutsgeprägten Stadtteilen. Das funktioniert heute anders. Hat auch was mit Sprachbarrieren untereinander zu tun. Ethnic Threat scheint in diversitätsgeprägten Stadtteilen, wo es keine moderierenden Kräfte gibt, durchzuschlagen. Gut, machen wir weiter. Hier Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, eben hatten wir Ausländeranteil. Die Verteilung ähnelt sich, also auch in den Integrationsmaschinen unserer Städte scheint die digitale Nutzung digitaler Nachbarschafts-App nicht durchzuschlagen. Was einen negativen Effekt hat auf die Nutzung von diesen Nachbarschafts-Apps, oder von dem Andi, er ist die größte, aber spricht nichts dafür, dass es bei anderen anders ist, ist, wenn man lange im Stadtteil wohnt. Wenn man verwurzelt ist in seiner Nachbarschaft, hat man irgendwann dennoch irgendwie einen Draht zu seinen Nachbarn bekommen. Also es scheint insbesondere eine junge, mobile Gruppe zu sein, die es nutzt. Das überspringen wir. Und hier habe ich Ihnen nochmal die Korrelation mitgebracht, also was hängt mit was zusammen. Und hier sehen wir, SGB-II-Quote hängt negativ mit der Nutzung von nebenan.de zusammen, und zwar signifikant. Der Ausländeranteil hängt negativ zusammen und der Anteil der unter 18-Jährigen hängt auch negativ zusammen. Ich habe hier nochmal aufgeführt, als Schätzer für Sozialkapital, die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl. Da, wo viel gewählt wurde, wurde auch diese App viel genutzt, also spricht eben für ein erhöhtes Sozialkapital. Da, wo viel Fluktuation ist, aber eben keine Armutsprägung, wird es viel genutzt. Und da, wo der Anteil der 21- bis 34-Jährigen ist, ist auch viel genutzt.
Ich überspringe jetzt eine Folie, weil wir müssen jetzt keine Regressionsmodelle angucken. Und kommen zu unserer Hauptstadt, Berlin. Berlin ist aufgeteilt in 447 lebensweltlich orientierte Räume. Das Problem ist, das Positive ist, dass wir, wenn wir so viele Räume uns angucken können, noch ein viel feingliedriges Wissen erzeugen können. Das Problem ist, dass wir nicht für alle Räume so viele Indikatoren haben wie für Köln. Leider. Gut. Deswegen 24 mussten wir ausschließen, weil es entweder zu wenige Menschen im Stadtteil gab oder es Gewerbegebiete gab. In 7 wurde nebenan.de überhaupt nicht benutzt und in 2 sind die Daten kaum zu interpretieren, weil es Großunterkünfte für Geflüchtete gibt. Insgesamt zeigt Berlin aber eine sehr hohe Nutzung von nebenan.de. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass es insbesondere im Kerngebiet von Berlin zum Teil zwar Gentrifizierungstendenzen gibt, aber immer noch, und das hören Berliner nicht gerne, ne? Deswegen erzähle ich Ihnen das hier in Münster, mit genug Abstand, ist es immer noch wirklich gemischt. Wenn man sich das vergleicht mit Essen zum Beispiel, ist es keine gespaltene Stadt. Noch nicht zumindest. In 20 Jahren sieht es wahrscheinlich anders aus. Und Berlin ist für Stadtforscher immer eine Herausforderung, weil die üblichen Merkmalszusammenhänge, die wir seit 100 Jahren kennen, funktionieren in Berlin nicht. Ich habe Ihnen hier mal 2 mitgebracht. Insbesondere rechte ist für Stadtforscher interessant. Anteil von Ausländern und Anteil von Arbeitslosen ist fast überall ein positiver Zusammenhang. In Berlin funktioniert es nicht. Das hat was mit Ost-West-Trennung und so weiter zu tun. Sie sehen auch, dass wir eben der Indikator, der so gut durchgeschlagen hat, ne? Die 41 bis unter 35-Jährigen und der Nutzeranteil von nebenan.de, wir sehen keine Zusammenhänge. Also das Bild scheint komplizierter zu sein als in Köln. Deswegen gucken wir einmal weiter. Ich habe dann angefangen, in die statistische Trickkiste zu greifen und dann Abweichungen vom Mittelwert berechnet pro Stadtteil und so weiter. Und wir sehen auch hier und dann auch die durchschnittlichen Anteile, da wo grün ist, wird nebenan.de sehr viel genutzt und da wo rot ist, ganz wenig. Und hier sehen Sie rechts davon, es sind viele Arbeitslose und hier drüber sind viele Zuwanderer. Und auch hier sehen wir kein Muster. Wir würden hier gerne eins sehen, aber wir sehen keins. Es ist nicht eindeutig. Deswegen ist wirklich die Frage, wie sieht es denn in Berlin aus? Ich habe dann auch Regressionsmodelle gerechnet, also was erklärt was. Die Modelle sind sehr schlecht, wie Sie sehen, mit einer Varianzaufklärung von knapp 18%. Aber wir sehen, Armut hat einen negativen Effekt. Also je stärker die Armut, desto weniger wird es genutzt. Interessanterweise hat der Migrantenanteil in Berlin einen positiven Effekt. Je mehr Migranten im Stadtteil wohnen, desto eher wird es genutzt. Und je mehr Frauen im Stadtteil wohnen, desto eher wird es genutzt. Und hier sehen wir wieder den positiven Effekt von Menschen zwischen 21 und 35 Jahren. Aber die Effekte sind alle nicht besonders toll und das Bild haben Sie eben gesehen. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie können wir denn eventuell Zusammenhänge finden. Und dann habe ich ganz tief in die Trickkiste gegriffen und statistische Analysen gerechnet, nämlich die Faktoren, die Clusteranalyse. Ich erzähle Ihnen nur, was der Inhalt ist, nicht wie wir es machen. Wir können durch diese statistischen Modelle Schätzer praktisch zusammenziehen. Hi. Und es gibt eine Dimension, also mehrere Modelle, mehrere Indikatoren, die alle das Gleiche messen, nämlich zum Beispiel den Ausländeranteil oder das ist die Fluktuation. Das spricht dafür, dass da viel Migration im Stadtteil ist oder ethnische Segregation. Andere Indikatoren, das sind fett markiert, zeigen eher Armut. Also wir können ganz viele Indikatoren zusammenfassen, dafür, dass wir die 2 Dimensionen soziale und ethnische Segregation haben. Das ist die Idee. Und dann können wir auf Grundlage dessen statistisch ähnliche Gruppen bilden. Sie merken, wirklich Trickkiste, ne? Und das habe ich auch gemacht für Berlin und hier sehen wir trennscharfe Cluster. Das funktioniert also gut. Wir haben 6 Stadtteilgruppen praktisch in Berlin, die sich nach sozialer und ethnischer Segregation aufteilen. Also von ganz viel bis ganz wenig. So. Und das ist... So, ich
springe gleich weiter. Das ist in zweierlei Hinsicht interessant, weil wir zwei Cluster haben, in denen im Vergleich mit anderen, immer auf das Gelbe achten, im Vergleich mit anderen nebenan, die eher in der Bevölkerung relativ viel genutzt wird. Nämlich in Stadtteil oder Stadtteilgruppen, wo es relativ viele 21- bis 35-Jährigen gibt. Das ist genauso wie in Köln. Das scheint erstmal gesetzt zu sein. Das haben wir erstmal in zwei Fällen. Das können wir sagen, so ist es. Das nächste ist, wo das Wanderungsvolumen relativ erhöht ist und Armut relativ gering. Typische Gentrifizierungsstadtteile. Das funktioniert ziemlich gut. Und zwar für Köln und für Berlin. Also das sind Stadtteile häufig in Universitätsnähe, wo ein eher gebildetes Publikum wohnt, die auch etwas Geld für Wohnen ausgeben können. Sie schaffen es nebenan, oder dort wurde nebenan.de relativ viel genutzt und eben digitale Nachbarschafts-Apps relativ viel genutzt. Gut, hier habe ich Ihnen die Ergebnisse, die wir eben als Fragezeichen hatten, nochmal zusammengefasst. Es hängt positiv mit sozialer Segregation zusammen. Die Berliner Ergebnisse zeigen, dass es negativ eher mit ethnischer Segregation zusammenhängt. Es müsste negativ sein. Und da, wo hohe Fluktuation ist, wird es viel benutzt. Gut, was heißt das alles? Wir können feststellen, dass nebenan.de in jungen und außen zuwanderungsgeprägten Stadtteilen mit einer durchschnittlichen, relativ kleinen Haushaltsgröße genutzt wird. Studierende oder die Leute, die gerade mit dem Studium fertig sind, nutzen das wahrscheinlich relativ häufig. Stadtteile mit einer sehr hohen Nutzung, insbesondere in Köln, haben einen unterdurchschnittlichen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, wobei es in Berlin anders gelagert ist. Es kann auch mit den Migrationstypen zu tun haben, die wir es mit Berlin zu tun haben. Berlin ist internationaler Standort, hat auch eine sehr starke Zuwanderung aus zum Beispiel in einigen Stadtteilen, zum Beispiel in den USA, Frankreich oder dergleichen. Die sehen wir in Köln nicht in der Größe. Ich würde leider zu einem relativ pessimistischen Urteil im Moment noch kommen, wobei das für Köln eher gilt als für Berlin. In armutsgeprägten Stadtteilen tragen digitale Nachbarschaftsplattformen nicht zur Erhöhung des Sozialkapitals bei, sondern man muss schon einiges mitbringen und dann ist es ein Tool, wie man noch was obendrauf kriegt. Matthäus-Effekt, wer hat, dem wird gegeben. In sozial gemischten Wohngebieten ist das mit Gentrifizierungstendenzen ist dies der Fall. Und das heißt, dass die Spaltung, die sozialkulturelle Spaltung innerhalb unserer Städte durch die Nutzung nicht aufgrund von Nachbarschafts-Apps, sondern aufgrund des Nutzerverhaltens wahrscheinlich noch stärker verstärkt wird. Allerdings ist das auch bisher zwar ein erster Ansatz, aber es ist noch kein abschließend gesichertes Wissen, weil daraufhin müssten wir tatsächlich das Sozialkapital messen. Das können wir bisher nur indirekt. Wir müssten eine Befragung machen, aber eben auch wie das Sozialkapitalausstattung Stadtteils ist, aber eben auch, wie das Vertrauen unter Nachbarn ist, das ist die kollektive Wirksamkeit. Ob solche digitalen Nachbarschaftsplattformen das Vertrauen unter Nachbarn erhöht oder nicht. Damit wäre ich auch schon am Ende und sage vielen Dank.